Und herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Pokémon Erkundungsteam Himmel. Im letzten Part haben wir ja unsere Strategie geprüft, was das betrifft, was wir jetzt weitermachen, dieser Gildenexpedition hier, was wir noch vorhaben. Und den Nebelwald haben wir komplett durchkämmt und jetzt sind wir hier angekommen, bei den Wasserfällen, und haben Krebskorps getroffen und der hat eine Statue entdeckt von einem Pokémon. Und wir fragen uns, was das für ein Pokémon sein kann. So ein Pokémon habe ich noch nie gesehen. Dann untersuchen wir mal. Oh, ist das eine Inschrift? Ja, da oben kann man sehen. Das sind Fußabdruckrunen. Lass es mich lesen. Entfache wieder das in Gronon erloschene Leben. Dann wird die Hitze der Sonne den Himmel entflammen. Und der Pfad zum Schatz wird enthüllt. Der Pfad zum Schatz? Das ist ja unglaublich. Oh, Fnupa, Schatz! Ist damit vielleicht der Schatz vom Nebelsee gemeint? Der Pfad zum Schatz wird enthüllt. Das heißt also, der Schlüssel zum Nebelsee liegt vielleicht genau hier versteckt. Hey, 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 glaubst du? Wir sollten dieses Rätsel lösen. Dieser Teil der Fußabdruckrunen, das sind Grodon erloschene Leben. Was heißt das? Grodon ist also diese Statue? Hey, hey, was sollten wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt tun, das Leben wieder entfachen, das in dieser Statue war? Ja, aber das Leben entfachen? Wie machen wir das? Oh, Moment mal. Ich weiß es. Berühre die Statue, Fnupa. Vielleicht siehst du etwas, Fnupa. Das dachte ich auch gerade. Wenn ich so den Weg zum Nebelsee finde, wenn ich so den Schlüssel zu meiner eigenen Vergangenheit finde, wenn die Antworten dieser Statue liegen. Tu es. Okay, auch wenn Krebskopf dabei ist. Fnupa berührt die Statue von Rolon. Wüsstest du etwas, Fnupa? Oh ja. Es kommt! Pressen! Pressen! Los, komm! Es ist ein Junge! Wir sollen den Scheiß lassen, ne? Dieses Schwindelgefühl. Jetzt werd bitte nicht ohnmächtig. Ha, schon lange nicht mehr gehabt, ne? Das ist es! Es ist hier! Es ist hier! Das war ja toll. Sehr aufschlussreich. Was war das? Wessen Stimme war das? Ja, gleich nochmal, geil. Was? Schon so kurz nach dem ersten? Ich verstehe. Setze den Meliorie-Stein in das Herz von Groudon. Meliorie-Stein? Ja. Das löst den Nebel auf. Sehr gut gemacht. Gute Arbeit, Partner. Okay. Dann wissen wir jetzt. Was habe ich da gerade wahrgenommen? Das war anders als die Vision, die ich bisher hatte. Diesmal habe ich nur eine Stimme gehört. Und ich weiß nicht, wessen Stimme es war. Diese Stimme. Wessen Stimme war das? Ich kann nicht einmal sagen, wie die Stimme wirklich klingt. Aber aus irgendeinem Grund lässt sie mich nicht los. Alles okay, Fnupa? Hast du etwas gesehen? Jo. Was hat die Stimme gesagt? Erinnere dich. Die Stimme hat gesagt... Sie hat gesagt, setze den Meliorie-Stein in das Herz von Groudon und dann... Das löst den Nebel auf. Moment mal. Meliorie-Stein? Ist das vielleicht... den Stein, den wir im letzten Part gefunden haben. Huch, was ist das? Sieht aus wie eine Art Stein, würde ich sagen. Er ist rot und wunderschön. Es ist eher eine Art Edelstein. Flupsi hebt den roten Stein auf. Wow, der Stein ist ganz warm. Wie ein Herz normalerweise sein sollte, wenn es arbeitet, ne? Könnte der Meliorie-Stein... Vielleicht ist es dieser Stein, den Fnupsi gefunden hat. Mysteriös. Oh, hier. Da ist eine kleine Aushöhlung in der Brust der Statue. Hast du etwas herausgefunden, Fnupa? Was? Der Stein, den ich beim Basislager gefunden habe? Ich soll den Stein in die Brust der Statue einsetzen? Sicher, ich versuche es. Dann bin ich gespannt. Ich soll ihn in die Aushöhlung einsetzen? Fnupsi setzt den seltsamen Stein in die Brust der Statue ein. Hallo? Oha. Das Auge leuchtet. Ah, was? Pass auf! Geht in Deckung! Oha. Na! Nu? Boah, der Nebel ist weg. Das sieht ja richtig cool aus hier. Hey, hey, der Nebel ist weg! Und zumindest kann ich jetzt auch wieder besser sehen. Sehr praktisch.
Der Himmel hat aufgeklart. Das Sonnenlicht blendet richtig. Hey, Sinor. Ihr beide, da oben seht. Hey, hey, was ist das? Das ist, was der Nebel verborgen hat. Kein Wunder, dass der Nebel sie bis jetzt unentdeckt geblieben ist. Wir sind selbst auch die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Hey, hey, du meinst also, du meinst, dass der Nebelsee da oben ist? Hey, hey, hey. Ja, das meine ich. Der Nebelsee muss da oben sein. Wo genau? Ihr könnt es jetzt sehen. Echt geil gemacht. Respekt. Ich würde einfach mal vermuten, dass er da ist. Okay, und wir nutzen einfach mal die Chance zu speichern. Oh, jetzt wird's spannend, Freunde. Jetzt wird es spannend. Okay. Hey, hey, lange genug gegafft. Ich erzähle es allen in der Gilde. Geht ihr zwei schon vor. Danke, Sir. Okay, gehen wir los, Snooper. Auf zum Nebelsee. Nicht so schnell. Na, na, super. Ihr miesen Kerle? Gut gemacht. Wow, ihr habt das Rätsel gelöst. Jetzt seid ihr für uns nutzlos. Hey, wir stauen den Schatz ab, dank euch. Ihr Gauner! Darum seid ihr also mit auf die Expedition gegangen. Ihr habt das die ganze Zeit geplant. Wow! Habt ihr etwas anderes erwartet? Ja, ich sage es nur ungern, aber wir müssen euch sofort aus dem Weg schaffen. Diese Worte werdet ihr noch bereuen. Wir lassen nicht zu, dass ihr zum Nebelsee kommt. Geht. Habt ihr unsere letzte Auseinandersetzung schon vergessen? Ich darf euch daran erinnern, dass ihr gegen Smoggle und mich verloren habt. Wir haben euch mit unserer giftigen Gas-Spezialkombo den Rest gegeben. Ja. Ihr werdet wieder versagen. Ja. Genug geredet. Nehmt das. Die giftige Gas-Spezialkombo von Smoggle und... Ah, warte, warte auf mich. Ein perfekter Apfel. Was? Perfekter Apfel. Endlich habe ich dich, mein perfekter Apfel. Würde ich meinen perfekten Apfel verlieren, dann würde ich... Oh, oh. Da fällt mir gerade ein, solltest du nicht eigentlich beim Basislager sein? Oh, ihr zwei. Und meine Freunde auch. Alle sind zusammen, hurra, hurra. Gildenmeister, was machst du hier? Was ich hier mache? Ich bin im Wald spazieren gegangen. Dann ist mir mein perfekter Apfel einfach davongerollt. Also rannte und rannte ich. Und nun bin ich hier. Oh ja, ihr zwei solltet hier nicht herumtrödeln, findet ihr nicht? Ihr habt doch einen Job zu erledigen, oder? Dann geht schon, geht. Aber ihr wollt nicht auf euren Gildenmeister hören? Buh, buh. Schnell geht und erkundet. Okay. Gehen wir, Snooper. Viel Glück. Oh, ich hoffe, es gibt bald gute Neuigkeiten. Gildenmeister? Was ist denn, Freund? Wir dachten uns, wir sollten auch auf Erkundung zugehen. Oh, das ist nicht nötig. Das kann ich von meinem Freund nicht verlangen. Wir überlassen den beiden diese Sekunden. Warten wir auf ihren Bericht. Na, 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 na. Boss, das ist langsam echt seltsam. Oh, Team Fnubbi wird uns um den Schatz bringen, wenn wir nichts tun. Was sollen wir machen? Wir müssen irgendetwas tun. Wir haben keine Wahl. Wir bewältigen jetzt sofort Knuddeluff. Dann jagen wir Team Fnubbi. Aber glaubt ihr, dass es gut geht? Knuddeluff ist irgendwie gruselig. Keine Sorge, es wird keine Probleme machen. Und außerdem, es heißt, dass Knuddeluff einen unglaublich kostbaren Schatz besitzt. Oh, oh, wirklich? Ein Schatz? Richtig. Ich hätte also sowieso vor, ihn loszuwerden. Und jetzt ist die Gelegenheit. Hey, Smoggle, bereite die giftige Gas-Spezialkombo vor. Wir werden uns Knuddeluff so richtig vorknöpfen. Nichts für ungut, aber der große, berühmte Erkunder Knuddeluff, er ist erledigt. Kapitel 9: Das Mysterium des Nebelsees. Hey, ich sehe es, Snooper. Siehst du? Da ist ein großer Riss. Geile Musik.
Ist echt zu cool. Zu cool. Ich glaube, wir können da durchgehen. Macht Sinn. Ja. Ist das Dampf? Ich frage mich, ob es da drin sehr heiß sein wird. Aber es ist jetzt zu spät, um kalte Füße zu bekommen. Ich zitter schon vor Spannung, Flooper. Was uns da drin wohl erwartet? Und was uns wohl auf dem Gipfel erwartet? Ich kann mir nicht im Entferntesten vorstellen, was uns bevorsteht. Wir betreten gleich einen Ort, an dem noch niemand vorher war. Bei dem Gedanken rast mein Puls. Gehen wir, Flooper. Lass uns hineingehen und dann nach oben steigen. Aber erstmal werden wir ein paar Sachen lagern. Und endlich kann ich mich auch wieder bewegen. Die Schickelbox muss auf jeden Fall gelagert werden. So, hoppala. Ich mache das jetzt einfach mal mit dem Steuerkreuz. Wienerbeere habe ich zweimal, brauche ich nicht. Für so viel. Oh, wann haben wir denn den zweiten Belebersamen eingesammelt? Könnt ihr mir das mal kurz schreiben? Wann haben wir den denn eingesammelt? Hä? Okay. Warpsamen, Top-Elixier, Flea-Orb. Ich werde einfach mal sagen, wir behalten den Flea-Orb einfach mal. Damit wir notfalls auch fliehen können. Falls mal irgendwas passieren sollte. Das weiß man ja nie. Denn ich bin mir sicher, es werden ab jetzt auch Monsterräume erscheinen. Monsterräume. Hatten wir ja schon mal, ne? Stimmt, hatten wir schon mal. Da hatten wir damals noch Tangela dabei und so. Ja, das war dieser Monsterraum mit dem, mit einem Ganoven, genau. Bist du soweit, Flooper? Ja. Wir suchen unser Bestes, Flooper. Diesmal gibt es ja auch nur einen Weg. Währenddessen. An der Statue von Groudon. Kleines bisschen Story gibt's noch hier. Psst. Hey, Boss. Was ist los? Stimmt was nicht? Boss. Hey, Boss. Wie lange starrst du ihn jetzt schon an? Komm schon, nehmen wir ihn so richtig mit unserer guten alten Spezialkombo ein. Psst, halt die Klappe! Liebe Freunde, was ist los? Ihr seht mich die ganze Zeit so unheimlich an. Ah, der Typ ist eine harte Nuss. Echt hart. Jetzt verstehe ich. Ihr wollt mich mit einem lustigen Grimassen zum Lachen bringen. Ich wette, ich kann euch auch zum Lachen bringen. Blablabla. Blablabla. Komm schon, Boss. Ich hätte das nicht aus. Diese schräge Szene macht mich wahnsinnig. Na gut, es klappt nicht. Und wir haben keine andere Wahl mehr. Hey, Knuddelhoff. Was denn? Hey, nichts von gut, aber jetzt bist du dran. Nimm das. Eine giftige Gas-Spezialkombo von mir und Smogon. Oha. Währenddessen sind wir jetzt in der Dunsthöhle. Oha. Und du kannst auch Rückzug gebieten. Und ja, es sieht schon heißer aus. Und hier ist ziemlich viel Dampf in der Luft. Und wir werden jetzt hier noch eine Weile rumlaufen. Und dann werden wir den noch Part richtig beenden können. Und dann kann ich auch speichern endlich. Denn ein paar Parts kann ich jetzt nicht mehr. Ich produziere ja vorne. Poker haben wir hier. Dann kann ich mit nach oben gehen. Und hier. Oha. Auch Feinde sind hier. Und zwar nicht zu knapp. Und vor allen Dingen Feuer-Pokémon. Oh Gott. So. Flumsi kümmert sich um den da, Rauchwolke, ja, jetzt bitte keinen Glut, ne? Ich werde jetzt letzter Glut ein. Denn das wird nicht helfen. Nein, es ist natürlich Rauchwolke ein, was noch viel schlimmer ist. Komm. Alter, kannst du auch was anderes als Rauchwolke einsetzen? Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Ah, Heuler, na toll. Ist auch nicht unbedingt besser, aber immerhin. Toll, jetzt habe ich natürlich den Papa-Status. Ja, in der Zeit laufe ich da einfach mal hier rum, denn ich kann eh nichts machen. Jetzt kannst du Kratzer. Das ist schön. Wunderbar. Der Part ist bald vorbei. E2 laufen wir hier mal lang. Okay. Und hier... Gift-Heap hat jemand aufgesammelt. Das ist eine coole TM. Oha, Alter! Aber es ist eine Zornklinge, ne? Also nicht so schlimm. Biss. Das wäre schlimm, wenn wir nicht treffen. Triff jetzt. Okay. Aber überlebt er. Oh, ach du Heilige. Nein, 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 nein. Ach, Glück. Und mit diesem Schock im Nacken beende ich jetzt mal den Part, aber nicht, bevor ich diese Singelbeere verzehrt habe, die wir bei uns haben. Das muss jetzt sein, tut mir leid. Super, Singelbeere. Das heißt, das war's mit diesem Part. Es war jetzt schon richtig schön spannend, muss ich sagen. Deswegen würde ich sagen, bleibt dran, in den nächsten Part wird es noch spannender. Bis dann und auf Wiedersehen.